Willkommen zurück und ich weiß, was ihr euch denkt. Das ist doch meine komische Katze. Die Katze schaut irgendwie komisch aus. Irgendwas passt bei dieser Katze nicht. Macht doch komische Geräusche, diese Katze. Ja, wir haben eine eigene Rasse, eine eigene Katzenrasse hier. Die nennt sich Papi. Uff, das ist ein bisschen zu laut abgemischt. Okay, wieder runter damit. Barking ist zu laut abgemischt und rein in dieses Spiel. Oh, nein, nicht lesen. Control C, Control V Raum. Ist da keine Musik gerade? Wo CD99? Hallo? Greetings, Inhabitant of Wallet City. Das ist kein Deutsch. Das ist kein Deutsch. Oh ja, ich wechsle so viel herum. Gehilfe 062. In der Mauerstadt 99 brauchen organische Lebensformen besondere Pflege. Deshalb wurde mein Roboterkollegen und ich entwickelt, um uns um alle Lebensformen zu kümmern. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Das heißt, das sind jetzt Roboter ohne Seele. Hey, du hast eine Seele. Hilfe 211. Ich bin gerade dabei, diesen Bereich zu sprechen. Bitte sei vorsichtig mit deiner noch frischen Farbe. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Oh, die Farbe, in der ich gerade drinnen stehe. Oh, ups. Ups. Die Farbe also. Sonst noch was? Nein? Okay. Sind das Hundespuren oder Katzenspuren? Woher soll ich das wissen? Ich versuche mal dieses Spiel fertig zu spielen, also es wenn vielleicht wird das eine lange Folge, aber wo sind wir? Nein. Fortsetzen. Okay, sehe ich sowieso nicht. Hallo. Ab, Katzin. Sei gegrüßt, Bewohner der Mauerstadt 99. Diese Tür, die an die Oberfläche führt, ist derzeit aufgrund von Eindämmungsmaßnahmen verschlossen. Bitte wenden. Bitte wende dich an einen zertifizierten Ingenieur im Kontrollraum, wenn du irgendwelche Anliegen hast. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Danke dir auch. Mir kommt schon vor, als wären wir ziemlich nah am Ende, also das könnte das Finale sein. Hallo, wie kann ich dir helfen? Anscheinend gar nicht. Das schaut ziemlich spacig gerade aus. Als ob wir im Weltraum wären. Oh. Wir sind in einer Raumstation, sind wir. Sind wir in der Raumstation? Hallo, die Stadt wurde zu deiner Sicherheit abgeriegelt. Bitte wende dich an einen zertifizierten Ingenieur im Kontrollraum. Wenn du irgendwelche Anliegen hast, ich wünsche dir einen schönen Tag. Kontrollraum. Sind wir im Weltraum? Aber dann wäre das Katzenintro vom Start nicht so realistisch, oder? Also sie haben eine extra Zone für Tiere gemacht. Und du so? Hallo, meine derzeitige Aufgabe lautet Fenster putzen. Bitte wende dich an Zettel. Aber wenn man so reinschaut. Krass. Schaut cool aus. Dann könnte man fast meinen, dass das eine Raumstation ist. Dass da irgendwo eine Tierzone ist und die Roboterzone. Dass wir nicht von der Außenwelt kommen, sondern einfach nur eine Zone weiter runter geflogen sind, gefallen. Jetzt habe ich ein bisschen Ambient Music. Aufmachen. Der Kontrollraum ist durch eine Art Sicherheitsprotokoll verschlossen. Es besagt, dass nur Menschen den Raum betreten dürfen. Es sagt weiter, dass wir nicht als Menschen gelten. Hey, das ist ein Beleidigungssicherheitsprotokoll. Vielleicht können wir diesen Durchgang öffnen, wenn wir zusammenarbeiten. Okay. Das heißt, ich muss jetzt was davor schieben. Was?
So. Ja, ich muss was davor schieben, oder? Ah, ja, ich sehe dich. Komm her. Er parkt sogar perfekt für mich ein. Natürlich. Arme Fickert. Rein hier. Das ist der Kontrollraum für die gesamte Stadt. Von hier aus haben sie alles kontrolliert und er ist leer. Ich weiß noch nicht, wie sehr ich sie gehasst habe. Sie hatten alles, saubere Lebensraum, grenzlose Macht, Bewegungsfreiheit, aber es hat ihnen wenig genützt. Schaut nett aus hier. Die Plage, ich erinnere mich jetzt. Alle starben und sie dachten, sie stünden über allem. Sie taten nichts, um uns zu helfen. Sie sahen zu, wie meine Familie starb. Ich fühlte mich hilflos. Ich konnte nichts tun, um sie zu retten. Aber dir kann ich immer noch helfen. Wir können immer noch nach draußen gehen, gemeinsam. Ich werde die Erinnerungen an die Menschheit und die Menschen, die ich geliebt habe, in mir tragen. Also, verrückte Theorie. Wir sind in Space. Und sie haben die Zergs einfach in Space gesickt und die Roboter. Sicher, um eine neue Zivilisation irgendwo aufzubauen, während die Menschen in Kryostase sind. Das ist eine Sci-Fi-Theorie, oder? Dann leise auf einmal. Oh, das schaut so cool aus von oben. Fast wie First City von Outriders. Die haben auch sowas ähnliches. Visual-wise mit sehr viel Charakter, wo man reinzoomen kann. Und man kann reinzoomen, oder? Ja. Sehr cool. Die verschiedenen Bezirke. Okay. Eine Erinnerung irgendwo. Ups, kleiner Papi. Nicht wirklich mein. Oh! Als Katze wäre mir das nicht passiert. Nein, das kann ich nicht umschupfen. Schau mal, Kamera. Ja. Das ist der Hauptcomputer. Dem Großrechner nachzuurteilen war schon seit Jahren niemand mehr hier. Die ganze Stadt steckt in einem Abregungszyklus. Oh verdammt, aus längst vergangenen Zeiten fest. Wenn wir ihn deaktivieren, sollten wir die Stadt verlassen können. Wir müssen den Rest dieser Systeme online bringen. Diese Computer enthalten die Daten, die wir brauchen. Wir müssen sie einschalten. Während du das tust, suche ich nach Passwörtern und verschlüsselten Codes, um das System zu gelangen. Um in das System zu gelangen. Das heißt, wir gucken jetzt einfach auf Tastaturen herum oder was? Ah, das ist ein Puzzle. Thank you.
Verdammt, ich hasse es jetzt schon. Muss ich einfach nur die Seite entlang laufen? Nein, diesmal nicht. B. Ah, so ein Puzzle. Zum Abschluss. Nein, nicht ausschalten. Okay. Ah. Komm schon, lass mich einfach. Da, Tür. Nein. Ich bin kein Fan dieses Puzzles. Es hat geklappt, gut gemacht, mein Freund. Ich hab's gefunden. Ich weiß, wie man die Stadt öffnet. Irgendwas stimmt hier nicht. Warte, vielleicht lässt sich das umgehen. Roof Control Station. System is locked. Da, das ist die Arbeitsstation, um die Stadt zu öffnen. Aber es gibt mehrere Sicherheitssysteme, die uns daran hindern, sie zu nutzen. Jetzt müssen wir das tun, dass wir am besten können. Ich hacke mich in den Rechner und du machst ein paar Sachen kaputt. Das heißt, ich mache ein paar Sachen kaputt. Oh. Also so, bis jetzt bin ich noch kein Fan von dieser letzten Mission. Ein letztes Puzzle. Ja, okay. Dieses Ding. Jetzt kann ich es umschupfen. Das würde mich doch killen. Ja, eben killt es aber mich nicht. Das System braucht mehr, als ich erwartet habe. Oh. Oh. Es wird noch nerviger. Oh nein, wir müssen weitermachen. So, ob ich eine Ahnung habe, was ich da tun muss. Einfach wieder nur kratzen. Das würde mich killen. Und jetzt kommen Roboter für den letzten oder was? Oh. Eieieiei. Mach dir keine Sorgen, ich kann mich wieder aufladen, sobald wir die Arbeitsstation geöffnet haben. Es kommen keine Roboter. Also das Puzzle zipft mich irgendwie ein bisschen an, ehrlich gesagt, die ganzen Puzzles hier drin. Oh Gott. Ich glaube, dieser kleine Körper ist erledigt. Ist schon gut, das wird schon wieder. Trag mich einfach zur Arbeitsstation, wir können den Alarm ausschalten. Weiter.
Ja, das war's. Wir sind in Sicherheit. Roof Control Center. Hör zu, ich habe dir etwas zu sagen. Ich wusste, dass die Energie, die zur Deaktivierung des zentralen Kontrollsystems der Stadt nötig war, immer immens sein würde, mehr als dieser Drohnenkörper zu verkraften mag. Aber da das Sicherheitssystem nun deaktiviert ist, kann ich die Kontrolle über das System übernehmen und die Stadt öffnen. Wenn ich das System außer Kraft setze, könnte meine Software beschädigt werden. Aber ich hatte mich dazu entschlossen, als ich mich in den ersten Computer einklinkte. Samt allen Konsequenzen, die das haben könnten. Es tut mir leid, dass wir die Außenwelt nicht gemeinsam sehen werden. Ich dachte, ich müsste die Erinnerungen der Menschheit bewahren, um an der Vergangenheit festzuhalten. Aber ich sehe eine Zukunft in die Gefährten und in dir. Komm, lass mich dir das abnehmen. Warum habe ich die letzten Zeilen neu verkackt? Du warst mein Freund, das Beste, was ich mir hätte wünschen können. Ich danke dir. Und das ist Hund. Door opening. Oh, Sonnenlicht. Ich glaube, die Facecam weg für die Katzen, dass wir das in voller Schönheit genießen können. Bam. Okay, das ist ein cooles Ende. Besser als meine dumme Weltraumidee. Ich werde im Englischen nicht diese Mod weiterspielen. Da brauche ich eine Katze fürs Finale. Und was jetzt? Ich kann weiter schlafen. Ich kann der Tür beim Öffnen zuschauen. Ich meine, wie kommen wir jetzt dann raus? Muss ich zurückgehen, glaube ich, oder? Gehen wir mal zurück. Schauen wir mal, ob wir die Tür nutzen können. Mit den Gefährten kann ich nicht mehr reden. Aufmachen! Guter Bot. Und wir werden sofort von der Raubkatze gekillt. Hey! Das sieht cool aus. Also ich wäre für ein Open World Stray Game High Budget, das sie sich verdient haben, die Developer.
Mehr. Nein, ich will mehr. Nein! Ich will mehr. Verdammt. Das war ein kurzes Finale dann. Das heißt, wir sind jetzt hier durch. Und im Englischen werden wir dann auch schnell durch sein. Da brauche ich mir dann nur noch eine richtige Katze auswählen für das. Ich weine nicht. Ich weine nicht. Ich stelle mir gleich wieder in Englisch um. Okay. Also bis auf die Endmission, die mich gerade ein bisschen angezipft hat, ist das ein ziemlich cooles Spiel. Das hat auf jeden Fall viel Zukunft, das Spiel. Da kann man viel aufbauen drauf. Viel machen mit in der Zukunft. Ich hoffe, es gibt ein Stray 2. Wie schon viele Leute sagten, Open World wäre cool. Charakter und Katze am Anfang erstellen wäre eine richtig gute Idee, die das für das Spiel für den zweiten Teil passen würde. Ich hoffe, das ist ja mit PlayStation in der Zusammenarbeit, glaube ich, gewesen, dass man da viel Zeit und viel Budget reinsteckt, weil das Spiel hat ziemlich viel Erfolg, würde ich sagen, jetzt schon. Und ziemlich viele Leute, die dahinter stehen und mehr davon wollen. Also, ja. Für was hat es gekostet jetzt? 25 Euro? Ein richtig geiles Spiel. Nur zum Weiterempfehlen. Da ich Wurzel leer gespielt habe für 45 Euro, wo auch circa nur 10 Stunden Kampagne drin waren. Was habe ich jetzt bei diesem Spiel? Einmal 5 Stunden und da werden es auch auf 5 Stunden genau kommen, also zweimal 5 Stunden für die Kampagne. Aber die kann man definitiv zweimal durchspielen. Also für das Geld auf jeden Fall wert. Die Modding-Community läuft gerade reibungslos und die sind sehr kreativ, da kann man auch viel machen in der Zukunft mit diesem Spiel. Und ich hoffe, dass in 2 Jahren oder 3 Jahren ein fettes Stray-Updates, ein Stray 2 kommt, ein fettes Open-World-Spiel oder sowas in diese Richtung. Sehr geil auf jeden Fall, also da kann man viel machen mit dem Spiel und ich hoffe, da kommt mehr. Ich hoffe, da kommt mehr. Ich glaube nicht, dass wir mehr als 20 Minuten da jetzt haben. Ah, 23 Minuten ab. Katze streckt sich nochmal und schaut nach hinten. Das schaut beim Hund gar nicht so schlecht aus. Bei CJ hat das ziemlich schlecht ausgeschaut. Ja, meine zukünftigen Pläne. Ich werde wahrscheinlich viel in Englisch und Modding weitermachen in diesem Spiel. Das wird es von mir aus geben. Also, ich werde sehr viel sowieso mit Modding Zeit verbringen in verschiedenen Spielen. Also, danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like zurück. Und Peace out.